Willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Die Story geht auch in Season 2 weiter mit der griechischen Mythologie und dem gesamten Pantheon der Götter. Somit kommen auch neue Story-Quests online, Freunde. Das findet ihr in der neuen Kategorie Story, Myths and Mortals, wie gesagt. Und diese werden in mehreren Teilen im Laufe der Season rauskommen. Zum Beispiel der nächste Teil in 3 Wochen und 6 Tagen. Also 5 Tage, wenn das Video online kommt. Ich nehme das hier am Dienstag auf und veröffentliche es am Mittwoch. Und der erste neue Auftrag bezüglich dem Schnappschuss vom Orakel, einem neuen Story-Charakter, lautet: Benutze ein Wahrsagebecken, um mit dem Orakel zu sprechen. Und das sind auch neue Voicelines im Spiel, die mit Season 2 hinzugefügt wurden. Und diese Prophezeiungs- oder Wahrsagebecken gibt es 4-mal auf der Karte an folgenden Locations. Dir droht der Zorn Zeus und der Untergang steht bevor. Wir müssen Zeus und den Wächtern des Olymps zeigen, wie wichtig die Menschheit ist, bevor sich der Himmel schwarz färbt. Oh, endlich eine Weissagung, die sich lohnt. Ich liebe Tragödien. Bereiten wir dich vor. Ihr habt's gehört, Freunde. Also, Zeus hat einen richtigen übermenschlichen Zorn auf die gesamte Rasse der Sterblichen, also auf die Menschheit. Und wir müssen als Kontakt zwischen den Göttern und den Sterblichen quasi beweisen, wie wichtig eigentlich die Menschheit ist. Also zuerst müssen wir dafür in Phase 2 von 14 die Beweglichkeitsprüfung bei Restored Reels bestehen. So sieht das aus, Freunde. Dafür müsst ihr genau an diese Stelle gehen, also nördlich von Restored Reels zu diesem Gebäude. Und hier ist dann eine goldene Zeituhr. Dann beginnt ihr das Ganze, interagiert damit. Und jetzt müsst ihr die Ringe schnell durchqueren innerhalb einer Minute, die dann hier im Ort markiert werden für euch. Nummer 2. Und macht das am besten natürlich mit dem taktischen Sprint über das Hindernis. Dann zum nächsten Ring. Auch hier durch, Freunde. Da ist unser nächster Ring. Sprinten wir mal dahin. Und ich habe das letzte komplett übersehen. Man muss tatsächlich hier durchgehen, ganz am Anfang. Dann habt ihr das Ganze abgeschlossen. Und nun beginnt Phase 3, nämlich mit der Stärkeprüfung bei Level Slayer oder Fencing Fields. Also sucht euch eins von beiden aus. Und bei Level Slayer zum Beispiel hier direkt am Eingang, Freunde, leuchten die Prüfungen, also dieser Timer diesmal rot, dann interagiert ihr nochmal damit. Und nun müsst ihr Gebäude zerstören innerhalb einer Minute, Freunde. Dafür macht ihr das einfach mit eurer Spitzhacke. Ihr könnt auch diese kleinen Objekte hier wie die Tische und so weiter zerstören, damit das ein wenig schneller geht. Und zack, ist die Herausforderung schon fertig. Das war 3 von 14 und nun müssen wir weiter mit dem nächsten Auftrag, nämlich bestehe die Wissensprüfung bei einem Wahrsagebecken. Und jetzt sagt sie: Ein letzter Test erwartet dich, Sterblicher. Bist du bereit? Welcher Speise können selbst Götter nicht widerstehen? Entweder wenn wir Dörrburger sagen und dann war unsere Antwort unklug. Banane, sagt sie: Gute Arbeit. Gute Arbeit, meine ich. Sorry, bin gegen den Knopf gekommen. Zeus will also die Sterblichen auslöschen. Die Unsterblichen allein können ihn nicht aufhalten. Aber unter der Führung eines wahren Helden vereint, könnte die Menschheit seinen Zorn überleben. Mach dich bereit. In Kürze beginnen deine Prüfungen. Nun haben wir auch natürlich das Ziel von Zeus erfahren, dem Bösewichten von Season 2. Er will uns alle auslöschen. Und nun müssen wir Hades eine Botschaft schicken, indem wir 10 Gegner eliminieren. Und wenn ihr 10 Gegner eliminiert habt, Freunde, müsst ihr nun mit Hades selbst sprechen, und zwar wieder mal an einem Wahrsagebecken. Wenn ihr an einem Prophezeiungsbecken ankommt, dann interagiert ihr erneut damit und dann steht da: Wen möchtest du kontaktieren? Und dann sagen wir Hades und dann spricht er. Er sagt: Du bist der Held der Sterblichen, na dann viel Glück. Wenn du dir deines Sieges über meinen Bruder derart gewiss bist, beweise es. Gewinne einen Kampf gegen meinen geliebten Hund Cerberus. Ich lasse dich dabei sogar eine mächtige Waffe einsetzen, du scheinst etwas Hilfe nötig zu haben. Und diese Hilfe ist eine Torwächter-Schrotflinte, die wir zuerst einsammeln müssen und dann Grimgate besuchen in Phase 7 von 14. So, Freunde, somit habt ihr den nächsten Auftrag abgeschlossen. Dann beginnt natürlich 8 von 14 und zwar müssen wir Cerberus Schaden hinzufügen, um unsere Dominanz zu unterstreichen. Und Cerberus müsst ihr natürlich zuerst herausfordern. Dafür geht ihr hierhin,
zu Grim Gate und fordert ihn heraus, indem ihr sein Altar zerstört und kurz damit interagiert. Und als erstes kommen seine Schattenwölfe in mehreren Wellen und deshalb müsst ihr die am Anfang besiegen. So, wenn ihr seine Wölfe besiegt habt, Freunde, kommt dann er selbst. 100 Schaden, wie gesagt, reicht aus, um diesen 8. Auftrag zu erledigen. Dann beginnt auch der 9. von diesen 9 Story-Quests. Denn wir müssen jetzt einen Charakter in einem Duell oder einen Gott eliminieren. Also die 9 Bosse in Season 2. Das könnt ihr auch an einem NPC, bei einem NPC machen, indem ihr ihn bei einem Duell herausfordert und eliminiert. Oder wie gesagt, hier Cerberus, Hades, Zeus oder Ares bei Brawlers Battleground. So, wenn ihr das gemacht habt, Freunde, schließt ihr auch diese Quest ab und natürlich könnt ihr auch direkt den Aspekt einsammeln von dem jeweiligen Boss. Dann aktiviert sich der 9. Auftrag und zwar lautet dieser: Benutze ein Wahrsagebecken, um mit Ares zu sprechen, weil wir genug bewiesen haben. Dafür interagiert ihr mit einem Prophezeiungsbecken und dann kommt Folgendes hervor, wenn ihr Ares kontaktieren wollt: Wer wagt es, Zeus mächtigstes Pantheon herauszufordern? Mächtiges Pantheon natürlich. Ha, du würdest keinen ehrenhaften Kampf erkennen, selbst wenn du darin unterliegst. Beweise deine Ehre, nimm meine Lieblingswaffe und mach dich bereit für den Kampf. Das wird natürlich nie geschehen, sagt er auch. Also verlangt er einen Kampf und den müssen wir jetzt ihm bieten, indem wir ein Kriegsschmiedesturmgewehr einsammeln und dann den Pantheonpfad besuchen. Das ist dieser Orientierungspunkt direkt vom Mount Olympus. Mit der neuen Waffe aus Season 2 begebt ihr euch dann zu diesem Orientierungspunkt. Somit schließt ihr den nächsten Auftrag der Storyline ab. Und jetzt müssen wir Ares Schaden hinzufügen in Aufgabe 12 von 14, um den Göttern die Stirn zu bieten. Und er befindet sich hier unten direkt neben Mount Olympus. Dafür müsst ihr auch wieder mal bei dem Ort, wo der Boss sich befindet, zum Altar gehen und das auch zerstören, damit erstmal seine Lakaien rauskommen. Diesmal müsst ihr sogar Wellen an seinen Lakaien besiegen. Ich glaube insgesamt 5 bis 7 Stück kommen dann Stück für Stück raus. Oben ist ja der Balken, wie viele Lakaien ihr eliminieren müsst, bis Ares selbst rauskommt. Wenn ihr das gemacht habt, Freunde, wie gesagt, dann kommt der Boss persönlich mit 2 weiteren Lakaien neben ihm. Und dann gibt es auch eine kleine Animation, wie er dann auftaucht. Und wie gesagt, 150 Schaden müsst ihr verursachen. Dann geht ihr zu ihm, am besten noch mit der Maschinenpistole. Dann habt ihr diese Quest abgeschlossen und habt den Göttern die Stirn geboten. Jetzt müssen wir durch das Einsammeln eines Aspekts der Götter helfen. Und dafür müssen wir natürlich einen Gott eliminieren, also einen Boss, entweder bei Brawlers Battleground, am besten Ares, weil ihr ihn sowieso gerade bekämpft. Und zack, haben wir das getan. Die Bosse droppen ja immer hier einen Aspekt, dadurch bekommt ihr besondere Fähigkeiten. Somit haben wir den vorletzten Auftrag der neuen Storyline-Kategorie abgeschlossen, 13 von 14. Jetzt müssen wir ein Wahrsagebecken benutzen, um erneut mit dem Orakel zu sprechen. Und diesmal sagt das Orakel dann Folgendes: Zeus, engste Verbündete wurden Zeugen deiner Kraft. Du bist stärker, als sie annahmen. Ich sehe deinen Weg nun klarer. Dunkler Himmel. Staub füllt deine Lungen. Verlorene Hoffnung, die wieder aufkeimt. Oder so ähnlich. Prophezeiungen sind Kunst, keine Wissenschaft. Es ist nun an der Zeit, deine Allianz mit den Unsterblichen zu schmieden. Sobald ein Olympia dir Gehör schenken will, rufe ich dich herbei. Sei bereit. Das war's dann auch, Freunde. 14 von 14 abgeschlossen. In 3 Wochen und 5 Tagen geht es weiter. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst ein Like da, über ein Abo würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal.